Die Nachricht war damals sensationell. Ein Forschungsteam hatte vor 2 Jahren verkündet, Spuren von flüssigem Wasser auf dem Mars gefunden zu haben. Ihr Indiz, mysteriöse Fließspuren in den Krater hängen. Doch jetzt gibt es neue Hinweise, die das in Frage stellen. Demnach sollen die Fließspuren wohl durch Sand entstehen und eben nicht durch Wasser. Zumindest ist Sand beteiligt. Wie das Forschungsteam aus Arizona darauf kommt, was die NASA dazu sagt und ob die Chancen auf Leben auf dem Mars jetzt kleiner geworden sind, jetzt in Klicks zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Wir haben hier ja schon öfter darüber berichtet, Wasser gilt als eine Grundvoraussetzung für Leben, so wie wir es kennen. Verschiedene Forschungsteams weltweit fahnden fieberhaft nach Indizien für Wasser im Weltraum, wie zum Beispiel auf dem Mars. Denn dies würde zum einen die menschliche Besiedlung des roten Planeten vereinfachen, zum anderen wäre dies eine grundlegende Basis dafür, dass auf dem Mars erdähnliches Leben entstehen könnte oder bereits entstanden ist. Die Raumsonde Mars Reconnaissance Orbiter MRO der NASA hatte vor einiger Zeit Messdaten angeliefert, deren Analyse bis jetzt als Indizien für flüssiges Wasser auf dem Mars galten. So hatte ein Forschungsteam aus Atlanta vor gut 2 Jahren die These aufgestellt, dass salziges Schmelzwasser im Marssommer wohl regelmäßig die Steilhänge des roten Planeten hinabfließe. Saisonal auftretende Fließstrukturen an bestimmten Abhängen sollten dies belegen. Diese dunklen, fingerartigen Strukturen an steilen Marskraterhängen werden die Recurring Slope Lineae, kurz RSL genannt. Zudem hatte das Forschungsteam damals Spuren von Salzen entlang der Kraterwände entdeckt, Perchlorate, die aus salzhaltigem Wasser stammen könnten und sich innerhalb der Abflussrinnen abgelagert hätten. Das Wasser selbst könnte vom Eis abschmelzen, das sich unter dem Marsboden befindet. Der damaligen Vermutung nach könnte es dann an der Oberfläche der Kraterwände heraustreten und herablaufen. Diese These hatte damals für Jubel und wirklich große Aufregung gesorgt, galt sie doch als fast eindeutiger Beweis dafür, dass auch heute noch Wasser auf dem Mars fließen könnte. Doch jetzt gibt es ernstzunehmende Zweifel an dieser These. Nach Analysen eines Forschungsteams aus Arizona stammen die damals entdeckten Fließstrukturen wohl eher von abrutschendem Sand. Sand und Staubkörner sollen demnach zu den dunklen Streifen abrutschen. Ihre These stützen sie auf ihre Beobachtung, dass die beobachteten Fließstrukturen enden, sobald die Abhänge für Sand zu flach werden. Zudem sei eine starke Ähnlichkeit zu denjenigen Rinnen zu erkennen, die sich hier auf der Erde auf Sanddünen finden lassen. Das Forschungsteam stützt sich dabei auf neue Kameraaufnahmen der NASA Marssonde MRO. Insgesamt wurden 150 Hänge an 10 Orten untersucht. Das Ergebnis: die mysteriösen Recurring Slope Linie, also kurz RSL-Fließstrukturen, treten tatsächlich nur an Hängen auf, die steiler sind als 27 Grad. Dazu einer der beteiligten Forscher, Alfred McEwen: Zudem enden alle diese Fließstrukturen auf Böschungen, die Winkel aufweisen, wie sie dem dynamischen Verhalten von abrutschendem trockenen Sand auf Dünen sowohl auf der Erde als auch auf dem Mars entsprechen. Eine Struktur, die von vergleichsweise größeren Wassermengen verursacht wurde, sollte sich hingegen über diese hinaus ausbreiten. Diese Übereinstimmung mit den Merkmalen von abrutschendem trockenen Sand können einfach kein Zufall sein. Doch wie die mysteriösen Fließstrukturen genau entstehen, erklärt auch die aktuelle Studie nicht wirklich. Und so schließt auch dieses Forschungsergebnis nicht aus, dass eventuell doch kleinste Mengen an Wasser auf dem Mars vorhanden sein könnten. Dies würde auch die Ablagerung der Salze erklären, die in bereits vorherigen Studien als handfester Hinweis für fließendes Wasser galten. Auch die NASA hat sich zu dem aktuellen Forschungsergebnis geäußert. Sie bezieht sich eben auf die gefundenen Salzspuren und auch auf das saisonale Auftreten der Fließstrukturen. Beide Entdeckungen könnten nicht alleine durch Sandbewegungen erklärt werden. Und die NASA ergänzt zudem: Die Ergebnisse, die in Nature Geoscience veröffentlicht wurden, sprechen dagegen, dass genügend flüssiges Wasser vorhanden ist, damit mikrobielles Leben an diesen Standorten existieren kann. Es gibt zudem Überlegungen, ob wohl hinter diesen Recurring Slope Linie Mechanismen stecken, die uns noch unbekannt sind, weil es sie eventuell nur so auf dem Mars gibt. Rich Zurek von der NASA fasst den Status quo so zusammen: Der neue Bericht sagt, dass RSL nicht nass genug sind, damit mikrobielles Leben existieren könnte. Es sind Untersuchungen vor Ort mit speziellen Verfahren erforderlich. Dabei muss die Einschleppung von Mikroben von der Erde verhindert werden. Denn noch immer fehlt eine vollständige Erklärung, wie sich diese rätselhaften Merkmale verdunkeln und verblassen. Ja, wenn ihr kein Video zu möglichem Leben auf dem Mars und auch zu allen anderen Themen verpassen wollt, dann drückt mir hier ein Abo aufs Auge und vergesst nicht den genau auf die Glocke, denn nur dann werdet ihr auch immer über neue Videos informiert. Hier geht es weiter mit, dafür draufklicken, außerirdisches Leben auf dem Mars, neue Indizien. Ansonsten, bis dann. Bleibt dran.